Ja, ich bin jetzt hier an dem nächsten Geschäft. Hallo Marvin. Hallo. Erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt ein kleines Interview zu führen hier auf der Bremer Osterwiesen. Ja. Das Geschäft, das du ja betreibst, ist sehr neu, ne? Ganz neu. Ist ganz neu sogar. Ganz neu, ja. Ja, erzähl mal was dazu. Was hast du hier auf die Beine gestellt? Das ist ja schon Hammer. Ja, ich bin ein junger Schausteller, ich bin 23 Jahre alt, ja. Und habe mir das Geschäft zugelegt im Jahre 2015, Ende des Jahres. Und dann habe ich in den Wintermonaten eine komplette Restaurierung vorgenommen, ne? Komplett zerlegt das ganze Geschäft, jede Gondel zerlegt. Und dann hatten wir da anschließend die Sonderprüfung, was TÜV betrifft. Alles wurde geröntgt, alles wurde nachgeguckt. Und halt auch in neuer Technik umgesetzt, ne? Sprich, neueste LED-Technik, jede Birne wurde neu gemacht, die Front wurde neu lackiert, neu verschalt, neu lackiert, neues Licht rein, ein neuer Name hat der Laden bekommen, also der Laden hat ein ganz neues Gesicht, ein ganz neues Thema bekommen. Wie sieht denn so ein kompletter Wartungstag aus bei solcher Anlage? Ja, Wartungstag ist, wir müssen jeden Morgen eine Stunde abschmieren, ne? Kannst du es mal zeigen, was du abschmieren musst? Ja, klar, können wir einmal hingehen. Wir haben einmal hier einen Schmiernippel drin, der ist für das Kugellager drin. Und dann haben wir einmal, wenn wir hier rumgehen, einen Schmiernippel für den Drehkranz. Das ist einmal, da oben müssen wir abschmieren, hier müssen wir abschmieren. Dann haben wir einmal hier in der Mitte. Hier in der Mitte haben wir einmal für die Kugeldrehverbindung 4 Schmiernippel. Dann haben wir hier für den Turm einen Schmiernippel. Ne? Und dann geht es hier natürlich weiter. Hier oben haben wir auch nochmal 4 Schmiernippel. Unter das Schild, wo die 4 Schläuche dran sind. Die ist auch für den Drehkranz. Yeah. Ne? Ja, und dann haben wir hier die Stempel, die müssen wir jeden Tag abschmieren. Für das Kugellager 1, 2, oben für den Bolzen, für den Arm. Der Arm klappt ja. Na, Schmiernippel sind ganz schön reichlich. Ne? Hier ist unser Elektroschrank. Der ist ja auch groß. Ne? Ja. Hier sind viele Relais und viele FI-Schalter drin. Das ist unsere Steuerkarte. Ne? Ich habe schon gelernt, als Schausteller muss ja wirklich alles sein. Ne? Ja, wir müssen alles sein. Also Handwerker, Techniker, du alles. Musst handwerklich geschickt sein, du musst auch wirklich alles richtig. Selber reparieren. Fast. Ja, wir haben mit allem zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir müssen lackieren, wir müssen Elektroarbeiten durchführen, ja. Schweißarbeiten. Im Strich, wenn wir in Backwagen eine Stellage mal abgebrochen haben, ne? Und dann muss man da halt auch ein bisschen was machen. Ne? Und du hast jetzt hier so ein, kannst du uns das Steuerpult mal erklären, was du da machst oder was du da... Ja, klar. Wir haben hier einmal die Pumpe, Start. So, da muss man hier oben einmal resetten, dass wir startklar sind. Und dann haben wir hier einmal den Start-Langsam-Knopf, der heißt Karussell drehen. Das Karussell drehen, wenn vorne beladen ist, dann holt man die leeren Gondeln nach vorne. Kann man wieder Fahrtstopp machen. Und wenn wir jetzt losfahren, dann müssen wir Start langsam drücken, Start schnell und dann ist der Poti in Bewegung. Dann kann man den bewegen, dann ist der an. Ja, und dann dreht man den Poti, dann fährt man unten, dann fahren wir nachher die Mitte hoch und zum Schluss, der letzte Kick, fahren wir dann einmal die Ausleger ganz nach oben, so dass die Gondeln am 90 Grad Winkel oben an der Rückfront dran langpesen. Na, und dann holen wir die Ausleger wieder rein, dann gibt es so einen kleinen Kick am Ende, dann fliegen die Fahrzeuge so ein Stück runter. Ja, dann fährt man die Mitte runter, dreht die Hydraulikanlage aus und drückt einfach nur noch Fahrtstopp. Dann hält das Karussell eigentlich schon so gut wie automatisch an und dann drückt man nur noch mal Bremse, dann steht das Karussell rucki-zucki. So Marvin, jetzt möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken bei dir, dass du mir mal alles gezeigt hast. Das war sowas von interessant und was vor allen Dingen auch, was alles so dahinter steckt. Und man merkt auch richtig, ich sehe es an deinem Gesicht, du hast noch jede Menge Ideen. Du grinst ja. Und ja, Kinders, schaut es euch an, fahrt vor allen Dingen damit, macht jede Menge Spaß.
und ist absolut und liked auch mal die Facebook-Fanseite von Heroes. Ja? Das Action Karussell. Das Action Karussell. Adresse blende ich euch unten ein. Ne? Geht auf jeden Fall mal darauf. Jetzt seht ihr noch ein paar Impressionen von dem Geschäft. Ja, Heroes in Action. Ne? Und wir wünschen euch dabei viel Spaß. Los geht's. Läuft. Hey, er gibt Gas hier. Volldampf. Volle Pulle. Ladies and gentlemen, welcome to Heroes. You should. Hey!